Hochschulen und Bildungseinrichtungen sind enorm wichtig, um den KI-Standort zu stärken. Es ist ganz klar, dass wir es mit einem Bereich zu tun haben, der sich rasant schnell entwickelt. Und das bedeutet, dass wir einerseits die Forschung brauchen, die das vorantreibt. Dafür stehen die Hochschulen und die Universitäten. Aber wir brauchen eben auch die Lehre, sowohl bei den jungen Studierenden, die nachkommen, aber auch im Weiterbildungsbereich, bei den Menschen, die schon in der Arbeit sind und diese neuen Fähigkeiten erlernen sollen. Die sind es ja nachher, die sowohl die Anwendung bestimmen, die Nachfrage am Ende auch und die über die Forschung und über die technischen Möglichkeiten auch die Zukunftsentwicklung vorantreiben. Aus meiner Sicht sind vielfältige Kooperationen wichtig, um das Thema KI voranzubringen, weil es nicht nur darum geht, technische Fähigkeiten zu entwickeln, sondern wir brauchen im Umgang mit dem ganzen breiten Feld der künstlichen Intelligenz Themenfelder wie Kreativität beispielsweise. Wir müssen unser Beurteilungsvermögen stärken, weil ja nicht alles, was uns über die künstliche Intelligenz präsentiert wird, sage ich mal, vielleicht am Ende richtig ist. Wir brauchen die Entwicklung von Flexibilitäten, von Fähigkeiten, die es möglich machen, dass wir uns schnell auf sich verändernde Umstände einstellen. Und das alles können wir nur über Kooperation erlangen, über Inter- und Transdisziplinarität. Deswegen glaube ich, dass gerade für die Entwicklung von KI Kooperationen extrem wichtig sind. Am Ende natürlich auch international, weil wir sehen, dass das einfach ein nationenübergreifendes Thema ist. Wir werden sehen, dass es in den nächsten Jahren so sein wird, dass wir für fast jedes Berufsbild KI-Kompetenzen brauchen. Mal mehr, mal weniger. Das ist ein Themenfeld, das die ganze Gesellschaft durchziehen wird. Jetzt spüren wir, dass viele Menschen davor auch Angst haben. Ich glaube, am Ende wird es nicht so sein, dass jeder ein Spezialist sein muss. Schon jetzt haben wir ja in unseren Mobiltelefonen, in unseren Handys und Computer total viele Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Es wird ganz oft auch ein praktischer Begleiter des Alltags sein. Aber es wird, ob das im Gesundheitsbereich ist oder tatsächlich in ganz vielen technologischen Feldern, ob es an der Schule, in der Lehre sein wird oder beim Einkaufen an der Supermarktkasse, es wird am Ende die künstliche Intelligenz sein, die unser Leben so durchzieht, wie es die Digitalisierung heute schon tut. Es wird sich auch über die KI entscheiden, ob wir als eine hoch innovative, erfolgreiche Region in Europa und in der Welt so weiter bestehen können. Also die künstliche Intelligenz wird eine der Schlüsseltechnologien für die Zukunft sein. Und deswegen müssen wir in den Bereich investieren, wenn wir weiterhin auf dem Level erfolgreich sein wollen, international, wie wir es heute schon sind.